So, erste Nudelpause. Die Hannover Indians führen mit 3:1 gegen den Krefelder e.V. Bei mir ist Brian Westerkamp. Brian, du hast hannoversche Vergangenheit, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da bist du schon mal mitgefahren. Jetzt bist du quasi schon eine Stütze des Teams, hast letzte Woche auch das erste Saisontor erzielt. Was sagst du zum ersten Drittel bis jetzt? Ja, erst ein paar Minuten haben wir verschlafen, ganz klar. Sind wir besser reingekommen, haben ein Tor gemacht, müssen wir jetzt so weitermachen. Hinten sicher stehen und von hinten raus nach vorne ein paar Chancen kreieren. Du kennst den Pferdeturm. Glaubst du, für manche deiner Mannschaftskollegen ist das immer noch mal was Besonderes, von so einer lautstarken Kulisse aufzutreten, dass man dann vielleicht die ersten Minuten extra nervös ist? Oder meinst du, ach, eigentlich kann das nicht sein? Ich glaube, ein paar Jungs haben schon öfter hier gespielt. Für die geht das. Aber es ist natürlich für mich gerade was Besonderes. Aber in der Liga, wahrscheinlich die meisten Fans hier im Stadion, ist natürlich immer ein bisschen anders und macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß. Hast du den Puck von letzter Woche aufgehoben? Natürlich, der liegt auf meinem Tisch. Alles klar, danke für deine Zeit. Schönes Spiel noch, Brian. Brian Westerkamp war das. Wir gehen jetzt in die Pause, gucken ein bisschen Werbung und dann meldet sich Fanong aus dem Studio und wir sind dann zum zweiten Drittel mit Dennis und mir wieder dabei.